Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Feed the Beast mit mir, Royo. Und wir daddeln noch ein bisschen. Aber erstmal mache ich wieder Tag. So, Tag wird noch nichts. Letzte Folge haben wir ein bisschen aufgeräumt in unseren Kisten, Truhen. Und wir haben ein. Das zeige ich euch gleich. Ein Redstone-Ofen gemacht. Cool. Wir wollen hier ein bisschen Platz schaffen, aber das Erste, das Wichtigste jetzt ist, dass ich meine Schmelze hier rüberkriege. Weil ohne Schmelze kann ich nicht wirklich viel machen. Kann ich nämlich keine Bäume abhacken und so. Und die Bäume sollen ein bisschen, also ein paar sollen ja noch weichen, vor allem die, die im Haus sitzen. Und ich will da eine spezielle Axt bauen, und zwar eine Lumber-Axt. Weil damit kann man gleich den ganzen Baum mit einmal fällen. Vor allem mit meiner Steinaxt hier von Fingers Construct kann ich die Hexbäume hier nicht abhacken. Braucht man mindestens Eisenmaterial oder Messer. Und meine Lumber-Axt wird größtenteils aus Eisen sein. Ist auf den Griff natürlich wieder. Eine Klopper. Oder sowas in der Art. Was war denn das jetzt? Ein Frame-Einbruch. Sehe ich jetzt auch lange nicht mehr. Ich sehe gerade. Ich habe vergessen, meine Kopfhörer einzustecken. Jetzt höre ich euch so nicht mehr. Jetzt höre ich die Musikgeräusche nicht mehr. Ich hoffe, das ist keine Probleme. Ich habe jetzt mal ganz leise in den Kuh gehört, aber ich hoffe, die Spiel ist gut, das kann nicht so schlimm sein. Ich spreche schon viel mit Zzz. Muss ich mir abgewöhnen gerade mal wieder. Muss ich mal abgewöhnen. Aber wahrscheinlich nichts. Ja, damit an. Nee, ich hoffe nicht, dass ihr das jetzt doppelt hört, weil Gerät, wo die Lautsprecher sind und Mikrofon und so, das ist dann so eine Rückkopplung blöd. Deswegen muss ich mal schauen, dass ich dann gleich bei der nächsten Folge wieder die Kopfhörer einstecke. Und ich muss mich mal endlich drum kümmern, wie das mit den Rücks hier geht. Aber wahrscheinlich muss ich erstmal schauen, wie ich das mit den ganzen Aspekten mache noch. Muss ja noch einige Sachen craften. Ich mache ja noch den Tisch muss ich ja noch machen. Den Tisch nehme ich auch gleich von Ars Magica. Nehme ich Ars Magica. Nehme ich gleich auch mit. Dann nehme ich den Oculus mit. Das Bett lasse ich noch dort. Aus Gründen. Und, ach ja, wer mich sehen möchte, das wird am Montag sein, da werde ich wahrscheinlich hier neue Folgen. Ja, wie ich bei Gravy's Mod bei Karten total abgelost bin, weil ich irgendwie an den Tag gar nichts getroffen habe mit meiner Schrotflinte. Kann das gerne bei Karten gucken, der hat einen gewissen Zusammenschnitt gemacht. Ja, es ist eine interessante, lustige Sache. Und wird wahrscheinlich noch etwas größer. Es waren jetzt bloß so klitzekleine Probeaufnahmen. Die Aufnahmen werden natürlich jetzt noch besser. Und ja. Natürlich einen anderen. Es wird ein bisschen. Wird alles ein bisschen anders werden und so. Dann. So. Lava habe ich jetzt noch drin, aber da kann ich jetzt keine Rücksicht drauf mehr nehmen. Weil. Muss die Schmelze mitnehmen. Stich. Ja, gut. Schmelze. Bisschen Buggy. Ist Minecraft. So, das ist die Schmelze. Das lasse ich jetzt noch da.
So, ich wollte den Tisch mit. Los. Bett lasse ich. Aber was haben wir denn hier alles noch drin? Die Erde brauche ich eigentlich so nicht. Den normalen Stein. Das nehme ich. Marmor nehme ich mit. Das nehme ich mit. Lasse ich. Das Buch nehme ich mit. Sand ist wichtig. Drei Sachen dürfen noch mit. Eine mit. Und das. Gut. Das heißt jetzt wieder ein Weg zurück. Ich weiß, das ist sehr interessant. Aber was soll's. Echt kein schwarzer Pfeffer mehr. Echt. Entschuldigung. Ich hoffe, dass ich demnächst irgendwann noch schwarze Pfeffer finde, weil das ist blöd. Ja, gut. Also das Wichtigste ist jetzt, dass ich die Schmelze drüben wieder aufbaue. Und dann muss ich, glaube ich, auch schon wieder Lava sammeln gehen, weil ohne Lava kann ich die Schmelze nicht betreiben. Jetzt muss ich mal kurz noch überlegen, was brauche ich denn jetzt bei mal noch so wichtig ist. Den Pulverweiser habe ich. Dann habe ich den Redstone-Ofen. Den Induktionsschmelzer könnte ich noch bauen. Das Sägewerk, ja, das geht, das Sägewerk. Bam. Vorteil an dem Sägewerk ist, macht aus Holz Holzbretter, wie man es ganz normal in der Werkbank macht, bloß dass man pro Holz zwei Holzbretter mehr rauskriegt. Des Weiteren kriegt man noch Sägespäne raus und mit der Sägespäne kann man Holzkohle produzieren. Also echt nett. Ja. So, wie gesagt, Induktionsschmelze, Pulverweiser, Redstone-Ofen. Was? Und dann noch. Später kommen noch die Flüssigkeitstransporter dazu, aber dann müsste meine Energie ein bisschen fortschrittlicher sein. Ich habe ja bloß gerade mal einen Dampfdynamo. Siehst du, Dampfdynamos muss ich ein bisschen mehr bauen noch. Für die Energieerzeugung. Ach ja, noch eine Batterie. Und ich muss dann langsam anfangen, eine Holzproduktion irgendwie zu erschaffen. Besser ist, schön wäre es, wenn ich natürlich Smaragd Steinchen finden würde. Drei Stück reichen. Glaube ich. Hier habe ich noch mehr Marmor. Wenn ich Marmor. Ah, ich weiß, wie ich meinen Boden mache. Ich mache meinen Boden aus Marmor. Sowas fällt mir unterwegs ein. So, jetzt sind wir die ersten 10 Minuten, knapp 10 Minuten hier nur rumgerannt, doof gelabert. Pläne geschmiedet, die ich dann nachher sowieso wieder alle vergessen habe. Aber was soll's? Nichts Neues. Ja, und momentan bin ich auch wieder auf den Diablo 3 Trip. Nur ohne Erweiterung. Weil die hat mir jetzt noch nicht so zugesagt. Gut, es sind halt nur zwei neue Klassen. Eine neue Klasse. Ja, der Kreuzritter ist damit jetzt drin und ja, den würde ich gerne mal probieren, aber ich will mir jetzt noch nicht die Erweiterung holen. Was seit vorgestern auch an Start gelaufen ist, was ich eigentlich gerne spielen würde, wäre nicht, Life is Feudal. So ein bisschen sieht das aus wie Rust, nur dass man halt mehr machen kann. Man kann Häuser bauen, man kann eine kleine Armee bauen, man kann Städte aufbauen, man kann sich mit Freunden zusammenschließen und halt eine Stadt. Man hat diverse Berufe, man kann Krieg führen gegen andere Städte zum Beispiel oder gegen Freunde oder so. Blöd wäre, wenn man gegen Freunde Krieg führt. Aber das ist ja in der Weltgeschichte schon immer so gewesen. Die besten Freunde, die größten Feinde geworden sind. Ich kann euch jetzt zwar keine namentlichen Beispiele nennen, aber muss ich ja. Erstmal wieder die grobe Idee.
Immer schon wieder dunkel. Schnell hier. Dass ich ohne Materialverlust wieder aufbauen kann. So, das. Tank. Ah, die Lava bleibt drin. Okay, das ist auch jetzt neu. So, ach, da ist er. Noch. Erstmal das Glas. Weiß, es wird gerade ein bisschen dunkel wieder. Dahin. Wieder schnell hell wird, damit ihr mehr sehen könnt. Alles für euch. Mache ich das. So. Ja. Hat connected. Super. Ja. Dann ist jetzt unsere Mails auch offiziell umgezogen. Was will man mehr? Jetzt um. Einmal zu ändern. Wegbringen. Okay, Truhe ist eindeutig zu klein. Ein Laptop. Auch weg hier. Die Schablonen haben wir ja alle zum Glück schon, die ich brauche für. Dann brauche ich nämlich das da. Das da. Mal hier rein. Lampe X. Ach, sowas brauche ich auch noch. Ding da. Ups. Da rein. Raus muss ich alles jetzt. Bücherregal wird langsam voll. Brauche das Eisen habe ich drüben. Ungeschickt. So. Warte mal. Marmor habe ich jetzt auch drüben. Brauche ich denn? Ich brauche 8, 16, 19 Eisen. Ich erstmal kurz den Marmor wieder mit. Rein. Hier rein. 19. 18. 19. Ja, wir hatten ja schon Tag gemacht. So. Ich hoffe, das reicht. Was ich aber bezweifle. Und ich fange jetzt schon mal an, hier hinten den Boden auszuheben. Hier muss ich noch ein bisschen üben. Dorthin. Und Marmor tun wir dahin. Wird jetzt normal hier. Das sieht schön aus. Was soll ich konstruieren? Ah, nee. Wir machen das noch in Marmor. Gut, dass der Zauber nur Mana kostet und keine Baumaterialien. Relief, nee, irgendwas drin, aber.
Jetzt machen wir erstmal hier. So, dann muss ich jetzt mal kurz gucken, was ich. Ah, ich weiß schon, was. Und zwar nehme ich ganz normale. Einzige. Wir mal ein Stacken Redstone auf den schmeißen. Das sollte aber eigentlich funktionieren. Nein, da. Deswegen, ah. Nicht genug Energie. Jetzt verstehe ich. Genug Energie. Deswegen arbeitet er nicht. Weg. Weil da kommen Steine hin. Ah, jo, stimmt. Das muss da weg. Das muss auch weg. Weg. Darunter. Fangen wir mal an. So. Oder ist irgendwo rein? Nee. War Teil Nummer uno. Teil Nummer 2. Dritter Teil. Ding. Noch was? Nein. Oh, Lava ist jetzt auch leer. Gut. Perfekt. Hat alles auf Anhieb gepasst. Gut. Dann kommt das. Ach nein, warte mal. Da. Das kommt dorthin. Ja, Schablonen kommen hier rein. Dann brauche ich noch. Dort rein. So. Aus Holz. Natürlich drüben. Hier drüben. Kann ich ein bisschen mehr als muss brauchen. Das ganze Tropenholz mit. So, hier. Da aus dem Holz. Da rein. Gut. Das haben wir jetzt auch. Mal. Baumkiller. Oh la la. Also unser nächstes übermäßig geile Arbeitsgerätschaft. Gerätschaft. Gerät. Jetzt zum ersten Baum hier. Ah, der ist groß. Relativ. Er ist mittelgroß, sag mal so. Und schwupp, alles weg. Unsere Lampe ist fertig und wir können schneller jetzt Holz sammeln, beziehungsweise schneller das Grünzeug hier wegkriegen. Was uns stört. So. Das funktioniert natürlich auch. Baum, okay. Funktioniert ja natürlich jetzt auch mit den Hexbäumen, weil es sind ja, es ist ja eine Eisenaxt. Da ist das für die kein Problem. Hier noch ein bisschen Holz einsammeln, kommen nachher nochmal vorbei, um das restliche Holz einzusammeln. Aber ein bisschen von dem Grünzeug muss ja halt weg. Und ich kann nicht mehr springen. Konnte ich eigentlich noch nie, aber jetzt sieht man es offiziell. Gut. Auch wieder oben Holz. Dann ist das hier Hexholz. Und schwupp, der Baum weg. Der ist wichtig, der muss nämlich auch weg.
Ja, gut. Hatte ich jetzt noch ein Siegel. Da. Langsam dunkel. Noch nicht haben. Ja, es wird langsam. Unser Haus wird langsam fertig. Leider zu langsam. Aber was soll's. Wir schauen uns langsam um die. Die Tropfen. Die kommen nicht. Ah, U. Was? Genau. Ah, die Fleisch gebracht. Fleisch. Eben kein Wasser. Geht das nicht ab? Überlege ich jetzt erstmal gerade mal. Einen hübschen Kopf, deswegen jetzt mal nicht zerbrechen. Eben jetzt. Langsam. Was ordentlich ist. Leider nur lang. So, wir hatten schon geschlafen. Ah. Ah, was macht. Oh nee, oder? Ich habe vergessen, das einzustellen. Ach nee, oder? Sowas darf natürlich nicht passieren. Jetzt habe ich aus Pflastersteine Steine gemacht und aus den Steinen wieder Pflastersteine. Das ist ein Fehl. Da werde ich jetzt die Folge aufhören, weil die wollen neu verarbeiten. Wir sind sowieso über unsere Zeit und ich hoffe, es hat euch diesmal mehr Spaß gemacht, obwohl es ein dicken langweiliger war. Obwohl, wir haben ein bisschen was gemacht und ich will jetzt nicht ewig reden, sonst wird die Folge noch ewiger länger. Es freut mich, dass ihr dabei wart. Würde mich natürlich mehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und viel Spaß noch. Ciao!